Klaus-Georg Stabes, Jahrgang 1974, er lebt in Berlin und in Leipzig. Er hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und war am Ende Meisterschüler bei Neo Rauch. Seine fein gesetzten Linien erzeugen einen fast malerischen Eindruck. Was hat das mit seiner normalen Arbeitsweise zu tun und wie muss man sich die Umsetzung in die Druckgrafik vorstellen? Ja, Klaus-Georg Stabe ist Maler und Zeichner und sein liebstes Zeicheninstrument ist der Kugelschreiber. Und da der ja normalerweise nur in einer ganz engen Palette von Farben erhältlich ist, hat er ein Verfahren entwickelt, um durch Überlagerung diese Farben zu mischen. Und zwar arbeitet er mit ganz vielen selbstgebauten Linealen, mit denen er Strukturen normalerweise auf das Papier aufbringt. Und dort, wo sich was überlagert, ändert sich die Farbe. Wo was frei bleibt, entsteht ein Raum. Und da der Kugelschreiber die besondere Eigenschaft hat, auch auf den Lithostein benutzbar zu sein, also dass er genau dieses gleiche Verfahren benutzt, hat Klaus-Georg Stabe eben direkt mit dem Kugelschreiber die Steine bezeichnet. Bei der Betrachtung der Serie hat man den Eindruck, dass sich gewisse Strukturen wiederholen. Wie muss man sich die Umsetzung technisch vorstellen? Klaus-Georg Stabe war sehr lange in der Werkstatt Steinwerk von Thomas Franke in Leipzig und hat also wirklich in einem experimentellen Prozess auf vielen Steinen gearbeitet. Und dabei hat er folgendes Verfahren entwickelt. Jeder dieser Drucke besteht aus drei Ebenen. Einer Ebene, also einer zur untersten, einer Mittelebene und einer oberen. Der erste Druck besteht sogar aus vier Ebenen. Und es sind im Endeffekt nur 8 Steine, die durch eine veränderte Reihenfolge immer wieder zu neuen Motiven führen. Und diese drei Bildebenen unterscheiden sich dadurch. Eine ist immer diese gezeichnete Struktur mit Linealen. Eine ist quasi mit Spray entstanden. Daraus stammen diese Formen, die wie Schablonen mit aufgesprayt wurden auf den Stein. Und eine dritte Ebene ist immer nur diese Struktur, einfach ohne Auslassung. Und allein durch die Wahl der Reihenfolge und der Farben ergeben sich eben diese vollständig unterschiedlichen Motive. Das ist ein sehr komplexer Entstehungsprozess. Wie muss man sich die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Drucker vorstellen? Ja, Klaus-Georg Stabe hat einen Begriff aus dem Musikbereich gewählt. Er hat Thomas Franke den Produzenten genannt, der sozusagen die einzelnen Komponenten zusammenbringt und einen Zusammenklang erwirkt. Und auch diese Serie hat er verglichen mit einem Musikklang, einem Vielklang verschiedener Motive, denn man kann sich vorstellen, in dieser Zeit sind sehr viele Drucke entstanden und dann war es irgendwann tatsächlich eine große Aufgabe, diese 6 für unsere Edition auszuwählen, die eben verschieden genug sind, aber doch auch wieder ähnlich, um eben diesen besonderen Klang zu erzeugen. Von daher bietet es sich an, die ganze Serie zu erwerben und auch in diesem Fall bieten wir die Serie zu einem Vorzugspreis an.